Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Ich habe wieder ein schönes Tutorial für euch. Und zwar gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit, um alle Steam-VR-Spiele auf der Oculus Quest zu zocken. So sieht's aus, und zwar in noch besserer Qualität. So, und das schauen wir zusammen an. Alles, was ihr hier seht, virtuelle Realität, das könnt ihr alles auf der Quest zocken. Dazu gibt es ein Tutorial. Ich bin der Voodoo. Bei mir gibt es Hardware Tests, Gameplays, News und Events zum Thema VR und AR. Also abonniert mich, drückt die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts mehr. An der Stelle möchte ich mich auch beim Woodghost VR, meinem offiziellen Patreon-Sponsor, bedanken. Jetzt aber viel Spaß mit dem Tutorial und los geht's! Voodoo.de. Fangen wir erstmal mit dem an, was wir überhaupt alles runterladen müssen, bevor wir irgendwas installieren oder verändern. So, wir brauchen drei Sachen im Prinzip. Und zwar erstmal den Server für ALVR, die Software für den PC. Die finden wir auch hier auf dieser Seite, hier oben auf GitHub. Den Link findet ihr unter dem Video, ganz wichtig. Dann geht ihr, in meinem Fall ist hier die Alpha-Version 4, die neueste. Gehen wir drauf. So, und hier seht ihr einige Sachen. Davon brauchen wir genau zwei. Ihr könnt einmal die ZIP-Datei runterladen. Das ist eine Standalone-Version, die muss man nicht installieren. Alternativ könnt ihr das auch installieren. Ich zeige euch den Weg, wie ihr das ohne Installation macht. Und dann für die Quest braucht ihr eine Android-APK-Datei. Das ist die hier, die zieht ihr runter. Also die ALVR Portable und die APK-Datei. Die beiden braucht ihr unbedingt. Am besten, ich speichere die einfach mal auf dem Desktop drauf, so habe ich das gemacht. Und dann braucht ihr noch diese Datei hier oben. Das sind die ADB-Tools für Android von Google, damit wir überhaupt APKs, sogenanntes Sideloaden können, auf die Oculus Quest. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch dann jetzt. So, und als erstes müssen wir jetzt mal eure Quest in den Entwicklermodus bringen. Wie machen wir das? Wir gehen mit der Smartphone-App, gehen wir in den Oculus Store, also in die Oculus-App quasi rein, gehen unten rechts auf Einstellungen und dann sehen wir hier dieses Fenster. Ihr müsst mit eurem WLAN alles verbunden sein, die Oculus Quest muss hier oben verbunden sein. Und dann geht ihr hier unten auf weitere Einstellungen. Dann kommt ihr in den nächsten Bildschirm, da habt ihr auch noch einige Sachen. Hier seht ihr Entwicklermodus. Da klickt ihr drauf und dann macht ihr hier mit diesem kleinen Slider den Entwicklermodus an. So sieht's aus, das war's schon und dann, ab dann ist eure Quest im Entwicklermodus. So, und jetzt habt ihr ja die Dateien alle runtergeladen. Wir haben also drei Dateien, einmal die Plattform-Tools, ALVR Portable und die APK-Datei. So, die beiden ZIP-Dateien, die entpackt ihr, sodass ihr zwei Dateien hier quasi oder zwei Verzeichnisse auf eurem Desktop habt. Einmal die Plattform-Tools-Seite halt und die ALVR Portable. Das könnt ihr entweder mit 7-Zip machen oder hier mit alle extrahieren, was auch immer ihr für ein Entpack-Tool benutzen wollt. So, als nächstes, bevor wir jetzt irgendwas starten, schließt jetzt bitte eure Oculus Quest mit einem USB-Kabel an den PC an. Das ist sehr wichtig. Der installiert dann unten in der Ecke ein paar Treiber und so. Lasst den mal ein bisschen rödeln dann, ein paar Sekunden und dann ist das auch schon installiert. Und dann könnt ihr die Quest also mit dem Kabel neben euch legen und schaut mal in die Oculus Quest rein. Es kann sein, dass da manchmal schon diese Frage kommt, wollen Sie Entwicklerzugriff erlauben? Dann geht ihr mit dem Controller auf dieses Feld und klickt dann darauf zulassen. Das kann aber auch manchmal sein, dass es später kommt. Zeige ich euch auch wann. So, wir gehen also jetzt erstmal in den Plattform-Tools-Ordner, gehen in die Plattform-Tools und wichtig, Leute, hier in dieses Verzeichnis muss jetzt die APK-Datei reinkopiert werden, die ihr auch runtergeladen habt. Kopiert die einfach hier rein, sodass die im gleichen Verzeichnis drin ist. Also diese ALVR-Client. Das ist wichtig, sonst können wir nämlich gleich die Befehle nicht ausführen. So, was machen wir jetzt? Wir gehen in das Fenster rein, einmal reinklicken. Ihr haltet die Shift- bzw. Hochstelltaste gedrückt, macht einen Rechtsklick hier in irgendein weißes Feld und hier steht dann PowerShell-Fenster hier öffnen. Da geht ihr rein und dann geht
hier dieses lustige blaue Fenster auf. Und jetzt habe ich schon mal zwei Befehle vorbereitet, die ihr benutzen müsst. Die findet ihr unter dem Video, die könnt ihr dann gerne einfach copy und pasten. Der erste Befehl, um erstmal zu gucken, ist die Oculus Quest überhaupt richtig angeschlossen, heißt .adb-devices und dann gehen wir dann rein und machen Steuerung C oder halt hier Restklick kopieren, gehen hier rein und machen dann Steuerung V zum Einfügen und sagen dann Enter. So, jetzt seht ihr hier, bei mir ist alles schon richtig eingerichtet, ihr seht hier ein Device, das, wenn das so hier steht mit Device, ist alles richtig. Wenn jetzt bei euch hier diese Nummer steht, das ist übrigens eure Oculus Quest, wenn hier steht Unauthorized, dann müsst ihr an diesem Zeitpunkt schauen, geht in die Oculus Quest rein, schaut mal und klickt dann auf Autorisieren oder Zulassen. Ne? Und dann gebt ihr den Befehl nochmal ein, könnt auch einfach nach oben drücken und nochmal und dann müsste aber auch hier Device stehen. So, wenn das so da steht, habt ihr alles richtig gemacht. Dann geht ihr nochmal in den zweiten Befehl rein, der lautet dann adb install-g und dann den Namen von der APK-Datei. Wichtig ist, Leute, wenn das Video schon ein bisschen älter ist und ihr eine neuere Version habt, dann müsst ihr den Befehl hier entsprechend anpassen auf den Dateinamen von der APK, die ihr runtergeladen habt. Ich habe jetzt die Alpha 4, bei euch kann das ja auch schon sein, dass es die Alpha 5 oder hier eine ganz andere Versionsnummer ist. Ne? Also wichtig, am besten kopiert ihr den Dateinamen von der APK dann selber nochmal rein. Wichtig, der Befehl lautet immer .adb, Leertaste install, Leertaste minus g, Leertaste und dann der ganze APK-Namen. So, den markieren wir, Steuerung C oder kopieren, dann gehen wir hier wieder rein, Steuerung V und dann sagen wir Return, Performing Streamed Install und jetzt sehen wir hier, bei mir hat er jetzt gesagt Fail to Install, weil das schon drauf ist. Ja, also ihr müsst, bei mir geht das jetzt nicht, ich habe das halt schon gemacht, bei euch steht dann hier jetzt Success. Okay, und dann habt ihr das richtig eingerichtet. Ich müsste das jetzt erst wieder deinstallieren. Auf jeden Fall gebt ihr das ein und dann passt das. Da muss auf jeden Fall Success stehen. So sieht's aus. Und hier steht auch Already Exists, ne? Ist ja klar. Also wenn ihr könnt das damit nicht updaten, das geht nicht. Ihr müsst das zuerst dann deinstallieren über die Oculus Quest. Da gibt es ja das Menü. Da deinstalliert ihr das und wenn ihr eine neue Version haben müsst, dann macht ihr das nochmal so. Ja, das war das und so habt ihr jetzt diese App, diese Client-Software von ALVR auf eurer Quest. Übrigens noch eine kleine Info, wenn ihr diese APK nochmal installieren wollt, drüber installieren, ohne dass diese Fehlermeldung wie gerade eben kommt, dann könnt ihr auch anstatt minus G, könnt ihr minus R machen, minus R für Reinstall, das geht auch. Wie auch immer, wenn ihr das jetzt gemacht habt und ihr habt Success, dann geht ihr in die Oculus Quest rein, setzt sie auf den Kopf, geht dann in die Bibliothek und dann erscheint ihr unbekannte Quellen. Falls nicht, einmal die Oculus Quest neu starten. So, geht ihr auf unbekannte Quellen und dann steht hier auch ALVR. Ihr seht, ich habe beide drauf, ich habe noch das V-Rich, aber hier geht es jetzt erstmal um ALVR. Da zeigt ihr dann drauf, damit das startet und dann sieht das so aus. Die schwarzen Streifen sind natürlich nicht, die sind nur, weil ich durch die Linse gefilmt habe. Hier steht dann Press Connect on ALVR Server. So, die Quest ist jetzt richtig eingerichtet und jetzt geht es dann am PC weiter mit der Software. So, und jetzt geht es wieder an den PC. Wir haben ja noch das zweite Verzeichnis, das ALV Portable. Da gehen wir jetzt mal rein und hier sehen wir ein weiteres Verzeichnis, das heißt ALVR. Da gehen wir auch rein und hier sehen wir eine Datei, die heißt alvr.exe. Wenn ihr die Datei, wenn ihr das installiert habt, anstatt die ZIP-Datei, die Portable zu nehmen, dann findet ihr das vielleicht jetzt sogar als Verknüpfung auf dem Desktop. Auf jeden Fall ALVR-Exe müsst ihr doppelklicken bzw. starten. So, und hier steht jetzt schon Finding Headset und er hat hier meine Oculus Quest schon gefunden. Falls nicht, ich rate euch immer, während ihr sowas macht, überklebt den Annäherungssensor, damit die nicht immer ausgeht. Ja? Klebt da irgendwas drüber, irgendwas, Klebeband oder so, ein weißes Klebeband. Ich habe jetzt hier ein schwarzes Klebeband und innen drin habe ich aber so ein Stück weißes Papier reingeklebt, weil schwarzes geht nämlich nicht, das erkennt ihr nicht. So, dann ist die Quest, wie ihr seht, immer an. So, und dann findet ihr hier
Die Oculus Quest, die ist also schon verbunden. Bevor wir jetzt auf Connect drücken, schauen wir uns erst aber mal die Einstellung an. So, wir haben hier die Videoeinstellung. Wir können hier wählen zwischen 265 und 264 Codec. Es hat sich bewährt, den 264er zu nehmen. Warum auch immer, die Latenz ist dann geringer. Es macht es einfach. Ihr könnt aber beide ausprobieren, das ist kein Thema. Und hier stellt ihr, meine besten Werte waren auf 25 Megabit. Ihr könnt das natürlich noch höher stellen, aber dann habt ihr eine höhere Latenz, also Verzögerung. Also lasst das ungefähr auf 25 Megabit. Wenn ihr eine zu hohe Latenz habt, dann geht noch ein bisschen runter. Aber ich würde nicht unter 18 oder so gehen. Ich lasse es mal auf 25. So, hier könnt ihr die Auflösung einstellen. Die könnt ihr, wenn ihr einen leistungsfähigen PC habt, dann könnt ihr die richtig hochschrauben, ne? Dann könnt ihr die bis auf 200 schrauben. Aber ich rate euch, lasst es erstmal so auf 125. Ne? Das reicht auch schon, um wirklich gut auszusehen. So, dann hier unten gibt es noch den Buffer. Lasst den einfach so, wie er ist. Ich habe da auch wirklich nicht so den Unterschied gesehen. Und lasst es einfach so, das passt schon. Hier können wir noch den Controller enablen. Natürlich, wir wollen ja die Controller benutzen. Hier könnt ihr noch sagen, was die machen. Ich habe das alles erstmal so gelassen. Den Sound, da könnt ihr den Steam-Sound übertragen auf die Oculus Quest, was natürlich durchaus Sinn macht. Ihr könnt aber natürlich auch das deaktivieren, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Bandbreite und dann könnt ihr einfach den PC benutzen. Ne? Ihr habt ja da auch einen Audioausgang und könnt dann eure eigenen Kopfhörer benutzen. Das muss ja nicht unbedingt auch noch wireless gehen. Das könnt ihr ja über ein Bluetooth-Headset machen, parallel wireless. Ne? So, aber wie gesagt, ich lasse das an und dann kommt der Sound halt aus den Kopfhörern von der Oculus Quest. Other, da könnt ihr dann noch ein bisschen rumprobieren. Hier kann man zum Beispiel SteamVR ohne Steam starten, Frame Drops unterdrücken und, und. Da lasst das erstmal alles so. Da könnt ihr selber ein bisschen mit rumspielen. Ich würde es aber an der Stelle erstmal so lassen, wie es ist. Debug-Optionen gibt es hier noch. Die sind eher nicht für uns interessant. Und hier ist aber jetzt wichtig, Leute, bevor ihr nämlich auf Connect drückt, hier steht nämlich noch, Driver is not installed. Und das ist wichtig. Ihr müsst hier auf Install Driver gehen. Und zack. Und schon ist es grün. Das war's schon. Mehr ist da nicht, ja. Also ihr müsst, das darf nicht auf Rot sein. Ganz wichtig, einmal hier drauf. Wenn ihr den wieder runterhaben wollt, geht ihr auf Uninstall. So, das war's jetzt aber. Wenn ihr das alles so eingestellt habt, dann können wir jetzt das Ding endlich mit SteamVR verbinden. So, und jetzt geht's natürlich ans Eingemachte. Jetzt drückt ihr hier natürlich auf Connect. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann steht jetzt hier auch Connected Oculus Quest mit der IP-Adresse. Ihr könnt auch direkt sagen Auto Connect Next Time, habe ich aber jetzt nicht gemacht. Und dann drückt ihr hier auf Start Server. Achtung Leute, wenn hier ein Error kommt, wenn das Programm abstürzt an der Stelle, dann kann das am Sound liegen. Ne? Entweder macht ihr den Sound dann aus und macht den über den PC oder ihr versucht mal hier ein anderes Ausgabegerät. Weil da hatte ich einmal einen Absturz. Da müsst ihr mal schauen. Ansonsten geht hier auf Start Server und dann macht er SteamVR auf. So, Achtung. Das müsste jetzt gleich aufgehen. So, da ist es. Genau, da ist es. Und jetzt will er auch direkt schon das hier alles einrichten. Aber bevor wir das machen, gucken wir jetzt hier nochmal eben, wie ist denn hier überhaupt die Latenz und wie viele Pakete verlieren wir denn? Das ist nämlich eine sehr geile Übersicht. Wir sehen hier auch die Auflösung. Wir sehen hier alles aufgelistet. Und hier, wenn hier steht Packets lost 0, also wenn keine Datenpakete verloren gehen, dann sieht das schon mal sehr gut aus. Hier die Latenz, wenn die so um die 55 ist, dann ist das auch in Ordnung. Das sollte halt nicht zu hoch sein. Also wenn ihr da irgendwas mit 100 stehen habt, dann tut die Bitrate runterstellen. Ganz wichtig. So sieht es aus. Und ja, jetzt könnt ihr eigentlich schon hier unten sehen, der will jetzt eine Raumvermessung machen. Ihr könnt jetzt natürlich auch die komplette Raumarea einrichten. Ich mache jetzt einfach mal nur aus Schnelligkeitszwecken hier einfach mal Stehposition. So, das Headset ist bereit, die Controller sind auch da. Weiter. Den Mittelpunkt kalibriere ich jetzt mal. So. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ich mache einfach mal 100 Zentimeter. Das kann natürlich auch falsch sein. Ihr müsst das jetzt entweder auf den Boden legen oder abmessen.
Ja, ich glaube, das ist eher 150. So. Genau, weiter. So, weiter. Und jetzt, genau, jetzt bin ich in SteamVR drin. Das ist natürlich jetzt muss ich mal gerade gucken, kann ich den VR-Ansicht anzeigen? Genau, da sind wir. Seht ihr das? Ha! Das sieht sehr, und ich muss wirklich sagen, das sieht unfassbar gut aus. Und wir haben jetzt sogar, wie ihr seht, haben wir hier die richtigen 3D-Modelle von den Oculus Quest Touch Controllern. Und ihr seht die Latenz. Guck mal, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Also das ist, ich sehe keine Verzögerung, wirklich, ne? Es ist keine Verzögerung am Start. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wir können jetzt natürlich, wenn wir wollen, auch in das Steam-Menü reingehen. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, welche Taste das ist. Genau, wir haben auf dem linken Controller haben wir die Menütaste. Da können wir jetzt in den Steam-Shop reingehen und können jetzt wirklich hier in unsere Bibliothek reingehen, auf installiert und können alles Mögliche zocken, was wir gerade wollen. Ne? Wir können Onward zocken, das ist überhaupt kein Thema. Wir können Orbus VR, das, ja gut, das können wir ja sowieso schon. Aber halt Spiele, die wir normal nicht zocken können. Ne? Beat Saber können wir dann natürlich auch wieder zocken mit Custom Songs, das geht auch. Und wenn wir wollen, aber Onward zum Beispiel geht nochmal nicht auf der Quest und ja, dann könnt ihr das machen. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Ne, so könnt ihr das ganz normal ha, alles zocken mit der Oculus Quest. Ja, also ich denke, das ist eine feine Sache. Oder was sagt ihr? Und ihr seht, guck mal, die Latenz, die ist quasi nicht vorhanden. Das sieht richtig geil aus. Das ist der absolute Knaller, finde ich. So, und was ich euch aber unbedingt auch noch zeigen wollte, ist Folgendes. Ich gehe jetzt mal gerade unter die Brille und wenn hier unten geht ihr auf Steam Settings und dann geht ihr hier auf Controllerbelegung und hier können wir die Controllerbelegung für die einzelnen Spiele, zum Beispiel für Onward, gehen wir mal drauf und dann sehen wir hier aktuelle Zuordnung und die können wir dann bearbeiten oder einfach eine neue erstellen. Wir gehen aber hier auf Bearbeiten und hier seht ihr, können wir allen Knöpfen irgendwas anderes zuordnen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Trigger, ne, wir wollen dem Trigger irgendwas anderes zuordnen, gehen wir hier auf den kleinen Stift, können hier raufgehen und guck mal, hier können wir alles, wir können zum Beispiel den A-Button zuordnen, System-Button, was wir wollen, damit ihr das Spiel für euch richtig einstellen könnt. Ne? Also das ist wichtig, dann hier nochmal mit bestätigen und dann könnt ihr hier oben auf zurück und dann hat er das auch gespeichert. Ne? Und wir können hier auch manchmal noch andere aktivieren, aber das ist wichtig, weil manchmal ist die Tastenbelegung etwas komisch hier von den einzelnen Spielen. Dann solltet ihr das auf jeden Fall machen, dass ihr hier halt, wie gesagt, auf Settings, dann Controllerbelegung und dann könnt ihr die einzelnen Spiele anpassen und dann funktioniert das. Ja, Leute, das ist doch mal heißer Scheiß, würde ich sagen. Und ich kann euch bestätigen, das funktioniert wirklich verdammt gut. Das sieht sehr, sehr scharf aus. Ich kann jetzt nochmal gucken, das sieht einfach, es fühlt sich fast an, als wenn du wirklich eine PC-Brille hier hättest. Ne? Das ist der absolute Knaller. Das kannst du richtig gut zocken. Und nun, jetzt, das ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber Leute, es ist unglaublich wichtig, dass ihr eine gute WLAN-Verbindung habt. Ja? Dass ihr ins 5 GHz eure Quest reinnehmen müsst, das ist ja eigentlich, versteht sich hoffentlich von selber. Das ist ganz wichtig. 5 GHz und am besten habt ihr den Router auch noch mit direkter Sichtverbindung zur Oculus Quest. Also nicht, dass er irgendwie eine Tür und erst recht keine Wand dazwischen ist. Das muss richtig schnelle Verbindung haben, ne? Sonst kriegt ihr Artefakte und das ruckelt und so. Also wichtig, eine schnelle Verbindung. Aber guckt nochmal hier, wie geil das aussieht. Und das sieht übrigens in der Brille genauso aus wie euer Screen Mirror, ne? Das ist nicht verzogen. Und ich kann auch nochmal bestätigen, dass es tatsächlich mit der neuen Version wesentlich besser als die neue Version von Rift Cat nochmal. Also das solltet ihr tatsächlich. Und es ist vor allem umsonst. Es ist umsonst. Ja, Leute, wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat,
dann würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mich supporten wollt, dass ich sowas alles in Zukunft immer noch weitermachen kann, dann tut das bitte über Patreon ab einem Dollar im Monat. Da kriegt ihr auch hinter den Kulissen Videos. Unter dem Video ist der Link zu Patreon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de